Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist René. Im heutigen Video stelle ich euch mal die Supra MK5 von Mutlu Livella vor. Habt ihr wahrscheinlich schon gesehen auf dem ihrem Kanal. Ich habe aber Lust, irgendwie so andere Autos zu fahren, euch meine Eindrücke mitzuteilen, weil es mir Spaß macht, schnelle und coole Autos zu fahren und weil ich halt gerne filme. Jetzt filmt halt jemand anderes gerade, und zwar der Kameramann von Livella. Dankeschön. Was ist hier gemacht? Sie ist nicht mehr original. Da ist schon Leistung drauf, da ist schon Felge drauf, da ist schon Fahrwerk drin. Fahrwerk haben wir hier ein H&R, ist ein spezielles Fahrwerk, extra für das Fahrzeug entwickelt, beziehungsweise war auch dieses, genau dieses Fahrzeug, das Entwicklerfahrzeug dafür. Dann haben wir hier, Herr Kameramann, welche Felgen sind da drauf? Sind Wie heißen die? Livella RZ4 Schmiederäder. RZ4. Ich habe ja auf meinem Golf die RZ2 drauf. Ich wusste gerade jetzt nicht über RZ4. Was ich hier ganz cool finde, können wir mal zeigen. Das dreht sich hier, und zwar immer, also das bleibt auch während der Fahrt, egal wie schnell du fährst. Übelst geil, habe ich heute auch das erste Mal so gesehen, dass das überhaupt bei Livella möglich ist. Hier ist überall komplett Carbon. Was ich am allermeisten feiere an diesem Auto, ist diese brachiale Theke. Das macht das Auto noch mal eine Nummer krasser, finde ich. Ne? Dieser Carbon-Heckdiffusor, ist der schon original oder ist der jetzt auch von Livella? Der ist jetzt von uns. Der ist auch von euch. Brutal. Wirklich brutal. Und Rückfahrlicht ist... Das ist in der Serie schon da. Das heißt, das ist das Serienelement im Prinzip, wo wir jetzt den Diffusor entsprechend für angepasst haben, dass der halt perfekt dazu passt. Mhm. Also es ist die Form vom Original-Diffusor nachempfunden, hat einfach noch ein bisschen markanter gemacht. Übelst sexy. Wirklich, wirklich sexy. Abgasanlage ist auch von euch. Genau, ist eine Edelstahl-Klappenabgasanlage. Klingt brutal. Wir werden damit auch gleich nochmal eine Runde fahren. Wirklich brutal. Als die vorhin angekommen sind, da habe ich direkt Gänsehaut bekommen, weil es ist einfach nur sexy. Das ist ja jetzt ein Rückfahrlicht. Genau, das ist der Rückfahrscheinwerfer. Rückfahrscheinwerfer, aber könnte man den auch als Bremse umfunktionieren? Kann man bestimmt umholen, bestimmt, irgendwie umpinnen, dass er funktioniert. Und Nebelschlussleuchte ist auch drin. Finde ich eigentlich geiler. Rückwärtsgang, gut, hätte man jetzt wahrscheinlich auch in den Scheinwerfern irgendwie mit verarbeiten können, weil das würde mir persönlich noch ein bisschen mehr Rennsport-Feeling geben. Und ihr wisst es ja vom Golf, ich stehe da halt so ein bisschen drauf. Ne? Von außen gibt es halt auch gar nicht so viel zu sagen. Ich würde sagen, damit wir euch das Auto mal im Ganzen zeigen, gibt es jetzt erstmal einen kleinen Carpon. Wow, yeah, swear to God, I'm with it. I don't see nobody in my lane, it's quite go get it like me, wow. Please don't be wasting my time with that business. Who you kidding, man? Yeah, 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 yeah. Whoa, yeah, swear to God I'm with it. I don't see nobody in my lane. It's quite go get it like me. Whoa, please don't be wasting my time with that business. Who you kidding, man? Yeah, 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 yeah. Say it gon' put me all in a mad with all that mad game you been talking. Oh yeah, man, that's awesome. Yeah, 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 yeah. Show me this plan that you brought me and this cash you ain't mentioned. Yeah, dog, I'm done with all that talk. So, wir machen jetzt mal eine kleine Testfahrt. Ist wie gesagt für mich das allererste Mal in diesem Auto. Dieses Lenkrad, ist das original so geil? Nee, das ist original etwas sparsamer gestaltet. Ein bisschen mehr Kunststoff. Okay. Dann haben wir ein bisschen Hand angelegt. Weil das fässt sich richtig, richtig hochwertig an. Der Wagen hat Standard 340 PS. Genau. Und hat jetzt mit eurer Leistungsstufe 480. Genau, richtig. Ich bin mal gespannt. Wir haben ja gerade für RTL 2 schon was gedreht und da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Unter anderem geht es da auch um dieses Auto. Weil wir fahren jetzt nämlich auf die Autobahn und da will ich das gute Stück mal ein bisschen artgerecht bewegen. Ist das hier schon? Ja. Oh, dieses Pömpeln hört sich auf jeden Fall ultra sexy an. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Auch dieses... Das wäre nicht so cool.
jeden Fall schon mal gut. Versucht er über den Arsch ein bisschen wegzuregeln, kann das sein? Also jetzt ist ESP ja ab. Mhm. Das heißt, er regelt schon mit. Ja. Also man merkt halt, wenn man jetzt mal drauf tritt, schon, dass er eigentlich will. Ja. Wird aber da schon wieder eingefangen. Das ist schon. Da kommt ja jetzt erst ein H&R-Fahrwerk rein. Da ist ja jetzt aktuell noch ein TR Technics drin. Es fährt grauenvoll, wirklich grauenvoll. Das ist schon echt heftig. Bist du mit dem Ding schon mal gefahren? Längere Strecken noch nicht, ne? Längere Strecken noch nicht, okay. So, die Scheibe ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Muss man sich erstmal ein bisschen mit, ja, ein bisschen, hier hört man. Oh, geil. Ich feiere das. Ich feiere momentan von SAR den RS3. Da gibt es auch noch ein Video zu, nächste Woche allerdings erst. Das Ding ist auch übelst geil. Aber der hier ist nochmal eine Nummer knackiger. Ja, ist halt nochmal eine andere Stufe als der RS3, würde ich sagen. Ja. Ja, genauere Daten kriegt ihr zu dem RS3. Kriegt ihr natürlich noch, da vorne kommt ein Tunnel. Den gönnen wir uns natürlich auch nochmal ganz kurz. Wir haben hier kurz ein Stückchen Fenster. Es ist eine Klappenabgasanlage von euch, ne? Genau, richtig. Abgasanlage mit ECE-Genehmigung. Das ist halt das Schöne, dass du da nicht zusätzlich irgendwie was eintragen musst. Ah, okay. Gerade mit der heutigen Gesetzeslage ist das immer ein bisschen. Ja, das stimmt. Das ist schwierig. Das stimmt. Ach, habe ich gerade erst gefühlt. Kann man ja auch. Genau, Schaltwippen hast du auch. Schaltwippen. Dieses Auto wird mir immer sympathischer. Aber du bist natürlich jetzt so direkt versaut, ne? Weil dieser Wagen ist natürlich jetzt ultra sexy. Ich finde die, wenn die im Auto ausstehen, finde ich die schon absolut geil. Und jetzt bist du natürlich noch nie so ein Ding vorher gefahren und jetzt natürlich gleich in so einem oberkrassen Style unterwegs hier. Das ist schon heftig. Wobei man halt sagen muss, dass die, dass du aus dem Auto extrem viel machen kannst. Also ja. Es gibt halt extrem viele Möglichkeiten, wie du das Auto gestalten kannst. Und wenn man das halt mal mit dem Original vergleicht, ja, ist halt krass. Es ist wirklich krass. Ist es auch das erste Mal, dass ich im Japaner drin sitze? Ich glaube, ich bin noch nie im Japaner gewesen. Tobi, habt ihr in einer der letzten Videos gesehen, der holt sich ja auch einen Japaner. Ich kann aber schon mal so viel verraten, eine Supra wird es nicht sein. Die kommt jetzt sogar am 20. April oder 21. April, kommt das Auto an. Da kriegt ihr natürlich auch ein Video zu. Das wird dann der zweite Japaner. Aber das ist tatsächlich der erste Japaner, in dem ich generell überhaupt drinnen sitze. Und ich muss ehrlich sagen, es ist was komplett anderes als VW. Es fühlt sich schon hochwertiger an. Gut, das kann jetzt an eurem gemachten Lenkrad liegen. Ja, ich denke, das Lenkrad macht viel aus. Ja, es ist schon brutal. Also kann man so nicht anders sagen. Es fühlt sich alles sehr hochwertig an. Das hier ist aber original, das Carbon, ja? Genau, das Carbon ist original. Okay. Auch mit dem Digitaltacho ist schon. Stehe ich ja sowieso drauf. Hat meiner ja auch. Übelst geil. Was ihr auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben müsst, ob ihr Bock habt auf so welche Videos. Das ist jetzt mein erstes Autovideo, wo ich ein fremdes Auto quasi vorstelle. Und ich hatte eine halbe Stunde Zeit, mich vorzubereiten, gefühlt. Es gibt aber auch nicht ganz so viel zu dem Auto zu sagen, sage ich jetzt mal. Ich möchte sowas aber öfters mal machen, dass ich euch einfach Autos vorstelle. Habe ich nämlich Lust zu, so welche Autos zu fahren. Ich habe Lust
zu filmen, wisst ihr ja, zu schneiden. Und ich glaube, das könnte für uns alle so eine kleine Win-Win-Situation werden, dass wir da was richtig, richtig Cooles draus machen können. Ich habe ein bisschen Angst, voll drauf zu latschen, weil ich nicht weiß, wie diese Leistung mit dem Hecktriebler, wie das so rüberkommt. Bei dem Expo zum Beispiel, da weiß ich, dass wenn du da aufs Gas latscht, dass der überall hinfährt, nur nicht da, wo du willst. Da kann man das schön dosieren. Hier ist es nicht mein Auto, das Auto kostet ein bisschen mehr als der Expo. Und ich glaube, ich mache Mutlu ein wenig traurig, wenn ich das in eine Leitplanke schiebe. Könnte passieren, oder? Könnte passieren, ja. Könnte passieren, ja. Sollten wir vermeiden heute. Aber es ist heftig. Heftig, wirklich brutal. Es ist auch dieser Sound, das macht... Also ich glaube, wenn man den jetzt leise fahren würde, würde dir das nicht so viel Emotion wiedergeben, wie es das jetzt gerade tut, zumindest für mich. Ich weiß nicht, wie das in den Kameras mit dem Mikrofon, wie das rüberkommt, das kann ich euch nicht sagen. Für mich hier drinnen ist es wirklich, wirklich brutal. Es macht wirklich Spaß. Alter Schwede. Diese Emotion, was dir dieses Auto gibt, das ist brutal. Es ist wirklich brutal. Zumindest für mich. Seid ihr so ein Auto schon mal gefahren? Könnt ihr mal, schreibt es einfach mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Generell, was so, auf was für Autos ihr so steht, was ich mal so vorführen soll. Weil, sagen wir ehrlich, ich kann meinen Golf ja nicht immer umbauen, so, ne? Also nicht jetzt 2-3 Jahre. Und ich habe Bock, irgendwas mit Autos zu machen und habe ich noch gar nicht gesagt. Und deswegen erkläre ich das jetzt einfach mal ganz kurz. Ich mache ja jetzt aktuell jeden Sonntag ein Video, wo wir eigentlich meinen Golf so ein bisschen behandeln. Möchte aber in Zukunft, wie gerade angesprochen, auch ein bisschen andere Autos vorstellen. Möchte nicht so sehr auf die Schiene von Philipp. Das heißt, dass ich zu sehr ins Detail gehe, irgendwelche technischen Sachen, weil, wisst ihr auch, habe ich einfach gar keinen Plan von. Und zudem soll ab ungefähr 1.5. Jeden Mittwoch nochmal ein Video kommen, wo ich euch Sachen erkläre, was mit Videoschnitt, Kamera und so weiter, alles mit Carporn, alles diese ganze Filmerei, was ich dann auf den Mittwoch gerne behandeln würde, um euch das ein bisschen näher zu bringen. Da haben wir ja ein paar Fahraufnahmen gemacht und da bin ich bin ich mitgefahren mit einem Porsche. Aber ich wollte schon immer mal selber Porsche fahren, weil ich glaube, dass das nochmal ein ganzes Stück mehr Emotionen geben kann. So stelle ich mir das zumindest vor, weil ich empfinde Porsche schon als sehr hochwertig. Wie gesagt, ich würde mir von euch wünschen, dass ihr einfach mal in die Kommentare schreibt, ob ihr Bock dazu habt, sowas öfters zu sehen. Ich verspreche, ich werde mich in den nächsten Videos, was fremde Autos angeht, auch mehr vorbereiten. Das war jetzt natürlich heute, wie gesagt, nicht möglich. Wir waren gerade beim Dreh und ich habe gesagt, komm, ich nehme das Auto jetzt mal und mache mal mein erstes Video, wo es um ein fremdes Auto geht. Und weil ich auch Bock hatte, den Wagen natürlich zu fahren. Ganz klar. Also warum das nicht verbinden? Deswegen, wie gesagt, bitte schreibt das mal in die Kommentare. Wenn ihr euch das gefallen hat, vergesst nicht zu abonnieren. Ich danke euch fürs Zusehen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.